Einen wunderschönen guten Tag, liebe Eisbären-Fans. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Quizzes. Wer wird Eisbären-Abiturient? Wir wollen mal ein paar Fragen loswerden an besondere Eisbärenpersönlichkeiten, natürlich vor allem unsere Spieler. Und als ersten haben wir einen ausgesucht, der gerade tatsächlich sein richtiges Abi auch macht. Der ist also im Stoff, gerade im Fragen beantworten. Und er hat auch was zu erzählen, nämlich über seinen Ausflug, den er gerade gemacht hat mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft nach Russland, nach Moskau und St. Petersburg zur Weltmeisterschaft. Herzlich willkommen, Konstantin Braun. Tine. Hi. Tag erstmal. Tag. Herzlich willkommen, schön, dass du dich hier zur Verfügung stellst zu unserer Quizshow. Ja. Und lass uns gleich anfangen mit der ersten Frage. Wir werden dann hier immer tatsächlich dann die Antwort einblenden. Und ja, ich bin gespannt, ob du tatsächlich hier ein paar Punkte machen kannst. Ja, werden wir sehen. Die erste Frage lautet: Was heißt guten Tag auf Russisch? Dobrý den. Das ist auf alle Fälle schon mal richtig. Erster Punkt für Konstantin Braun. Du wirst sehen, wir haben uns sehr stark an der Weltmeisterschaft orientiert. Alle Fragen haben irgendwie mit Russland und auch mit den Städten zu tun. Wie hieß St. Petersburg denn früher? Leningrad. Tine, 2-0 für dich. Von wem wurde St. Petersburg gegründet? Vom Zaren Peter. Ja, Peter der Große, ja, ist okay, können wir durchgehen lassen. 3 Punkte für Konstantin Braun. Und jetzt die Frage, ihr habt ja auch so ein bisschen eine Stadttour gemacht. Was ist denn so eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten St. Petersburgs? Boah, da gibt es viele. Da gibt es die Militärinsel mitten auf dem Wasser, dann diesen einen Garten, ich weiß ja gar nicht mehr genau, wie er heißt. Was gibt es noch? Dann diese kleine Kapelle, eine schöne Kapelle. Keine Ahnung, da waren so viele, die Brücken, die eine Brücke ist wohl unglaublich schön, hat die da erzählt und das war leider schwer zu verstehen, weil die war unter Deck und wir auf dem Deck. Was war noch? Da war noch so eine goldene Spitze, wie hießen die? Keine Ahnung. Die Kunstsammlung, dieses Kunstmuseum? Ja, stimmt, da gab es ja dieses Kunstmuseum, wie hießen das nochmal? Da fällt mir der Name jetzt nicht ein. Das war die Ermitage und wenn du dich vielleicht noch erinnerst, da gibt es ja auch ein paar Paläste. Ich glaube, der berühmteste ist der Zimny Dvorets, der Winterpalast, das Winterpalais, denn auf den wurde ja zu Sturm dann geblasen zur russischen Revolution. Keine Ahnung. Okay, also da können wir keinen Punkt gut schreiben für Konstantin Braun, wo wir gerade bei Sehenswürdigkeiten sind. Wir haben uns ein Wort rausgesucht, das jeder kennt, der Russisch in der Schule hatte. Ich weiß aber nicht, ob du das kennst. Was heißt Sehenswürdigkeit auf Russisch? Keine Ahnung, ich hatte kein Russisch in der Schule. Ich hatte Englisch und Latein. Latein? Was heißt denn Sehenswürdigkeit auf Latein? Weiß ich auch nicht, Vokabeln waren meine Stärke. Ich war eher so auf Grammatik. Okay, ich würde dir gerne einen halben Punkt dafür geben, aber Dosto Primichatil Nosti sind die Sehenswürdigkeiten. Dosto Primichatil Nost ist die Einzahl der Sehenswürdigkeit. Also das. Dosto Primichatil Nost. Ja. Du hast es gelernt. Was heißt denn Danke auf Russisch? Spasiba. Jawohl, da gibt es den nächsten Punkt. Damit sind wir bei 4 Punkten für Konstantin Braun von 10. Wie heißt der Fluss, der durch St. Petersburg fließt, beziehungsweise an den St. Petersburg mündet? Die Neva. Jawohl, die Neva. Punkt Nummer 5. Wie wird denn Moskau, du merkst, wir kommen jetzt zu eurem Viertelfinalspielort, auf Russisch ausgesprochen? Moskwa. Moskwa, der Punkt zählt auch. 6 von 10 Punkten und wir haben noch 2 Fragen. Jetzt eine besondere Frage. In welchem Jahr erreichten die Eisbären Berlin das Endturnier der European Hockey League, das in Moskau ausgetragen wurde? Und wer war damals Cheftrainer der Eisbären? Ich glaube 96, 97, 98, ich weiß es nicht. 99. Trainer war Pete. Jawohl.
Da würde ich doch mal sagen, mindestens 90% des Punktes hast du dir erschlichen. 1999 waren die Eisbären am 13. und 14. Februar zur Gast im Finale der European Hockey League in Moskau, haben das erste Spiel leider verloren, aber sich dann noch Platz 3 gesichert. Und das war ein guter Erfolg für die Mannschaft von Peter John Lee tatsächlich. So, wir sind am Ende. Du hast tatsächlich jetzt schon 7 von 9 Punkten und ich bin mir sicher, den 8. holst du dir auch noch. Was heißt auf Wiedersehen auf Russisch? До свидания. Спасибо, Константин. До свидания. Это хорошо. До свидания.